Leute, Wraith und Core Stix sollen tatsächlich einen Buff in Season 16 bekommen. Mittlerweile scheint es nicht mal mehr ein Gerücht zu sein, auch wenn es das tatsächlich trotzdem noch ist. Und auch scheinbar Matt Maggie könnte was abbekommen. Denn jetzt geht's nämlich los. Natürlich ist es immer so, wenn eine neue Season beginnt oder bevor eine neue Season beginnt, so rum, gibt es natürlich ein paar Spieletester, die können ausgiebig die neue Season auf Herz und Nieren prüfen. Und das sind meistens irgendwelche Pro-Players, irgendwelche großen Streamer. Also ist dem wenigsten vorbehalten, die können dann ihr Feedback geben und so weiter. Und jetzt ist ein Mitschnitt aus einem Livestream aufgetaucht. Den habe ich vorbereitet und dort philosophieren zwei oder sogar drei Leute, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, über die neue Season und wer wohl am meisten zum Start gerade von Season 16 gepickt wird. Natürlich verquatschen die sich nicht so weit und verraten, was da genau passiert ist, denn sie haben nun mal das Privileg und können die neue Season vorab schon deutlich länger vorher testen. Wenn die sich verquatschen, verstoßen die natürlich gegen irgendwelche Embargo-Regeln und haben dann nie wieder das Privileg, sowas zu testen, das sollte klar sein. Ich zeige euch einmal den Mitschnitt, den habe ich jetzt hier mal mit vorbereitet. Ich habe es ein bisschen lauter gemacht, also nicht erschrecken. Ich gehe zumindest davon aus, dass es vielleicht hier ein bisschen lauter dargestellt ist. Und dann melde ich mich gleich nochmal zurück. Es gibt nämlich noch eine Theorie von mir, was es noch sein könnte. Oh, falsch. Jetzt geht's los. I think I might go to Wraith. Yeah. I think everyone's gonna play Wraith, to be honest. At the beginning at least, for sure. About Caustic or like Wraith something Caustic. Honestly, Wraith Gibby won't be bad again. I think Wraith Maggie Caustic will be one of the most played comps for sure. Also, ihr habt's gehört, Wraith zum Start, Caustic und sogar Matt Maggie. Wenn ich Matt Maggie jetzt noch nicht erwähnt habe, sorry dafür, drei Legenden, aber ich glaube für die meisten von euch wird Wraith Number One sein, was interessanter ist. Caustic, was mir jetzt weniger gefällt, weil die meisten von euch, die regelmäßig auf Twitch vorbeischauen, die wissen, dass ich der größte Caustic-Hasser bin. Und da rufe ich doch mal dazu auf, schreibt mal bitte in die Kommentare, welches ist eure meistgehasste Legende? Gerne auch mit einem ausgiebigen Text, warum das so ist. Kotzt euch von mir aus hier in den Kommentaren aus. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ist natürlich nicht Inhalt, ist meine persönliche Präferenz. Ich mag Caustic einfach mal überhaupt nicht, aber trotzdem eine starke Legende. So, jetzt meine Theorie. Ihr wisst mittlerweile, wenn ihr meine Videos regelmäßig verfolgt, es gibt ab Season 16 eine fünfte Legendenklasse. Wir haben aktuell vier, es wird überarbeitet. Wer da genauer drüber Bescheid wissen will und weiß das noch nicht, seppt ein paar Videos zurück. Dort findet ihr mehrere Informationen über die neuen Legendenklassen. Und jetzt reiht sich nämlich Wraith in die komplett neue Skirmisher-Legendenklasse ein. Ganz oben. Dort stecken alle Movement-Legenden drin. Und jede Klasse wird einen klassenspezifischen Perk erhalten. Ihr kennt das zum Beispiel, die Supporter-Legenden, wie zum Beispiel gerade Lifeline, die hat ja in dieser blauen Lootbin diese extra Box. Und dort kommt extra Heal-Stuff raus, was nur für sie funktioniert. Das ist zum Beispiel ein Legendenklassen-Perk. Wer das nicht weiß, und es sollte eigentlich von Season zu Season immer mehr davon dazukommen, was bis jetzt nie passiert ist. Ab Season 16 ist es aber soweit. Und es wird so sein, dass diese ganzen Movement-Legenden natürlich auch einen extra Perk in Season 16 bekommen. Also so wird es wahrscheinlich so sein, dass die Skirmisher-Klasse ganz oben alle gelben Legenden irgendeinen spezifischen Perk bekommen, der natürlich die Movement-Legenden ein wenig pusht und wir wahrscheinlich irgendeinen extra Perk bekommen, der Movement-technischer Natur ist, vielleicht schneller laufen in bestimmten Situationen, keine Ahnung. Da ist der Fantasie wahrscheinlich keine Grenzen gesetzt und das wird natürlich auch mit Caustic so sein. Caustic wird jetzt in die Kontrolllegendenklasse rutschen und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass es vielleicht irgendeinen kontrollspezifischen Klassenperk gibt, der Caustic noch interessanter macht, als es vielleicht für einige von euch eh schon ist. Und bei Matt Maggie, die angreifende Legende, da muss es irgendein Buff sein, weil
Soweit klar ist, bei den Angreifern, bei den Assault-Legenden soll es ja so sein, die können diese extra rote Lootbox öffnen, wo ich ein paar Tage vorher schon drüber gesprochen habe. Und die machen auch extra Fächer auf, die ganzen Assault-Legenden, da ist mehr Munition drin und Aufsätze für die Waffen. Und die bekommen wahrscheinlich dann noch einen extra Slot für Munition im Inventar, was jetzt für Mad Maggie nicht unbedingt dafür spricht, warum man die eher picken sollte. Also können wir davon ausgehen, dass Mad Maggie wahrscheinlich nochmal einen extra Buff bekommt. Das ist jetzt aber tatsächlich, wie gesagt, bei Wraith, Caustic und Mad Maggie nur eine Theorie von mir. Es kann natürlich sein, dass sie tatsächlich noch einen extra Buff irgendwo versteckt bekommen. Was da aber genau ist, müssen wir natürlich dann abwarten, wenn es dann in Season 16 soweit ist. Und wie gesagt, ich rufe dazu auf, schreibt in die Kommentare, welches ist eure Hass-Legende Nummer 1. Ich lese mir alles durch. Und natürlich könnt ihr auch gerne ein bisschen was darüber raushauen, was hier inhaltlich gerade Thema war. Das war es jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.